Bonjour, meine lieben Freunde, und willkommen zu den Analysen von den Qualifikationen 10, 9 und 10. Und zwar Rexy und Valdi. Vorher noch drei Sachen. Und zwar ein paar Regeländerungen. Und zwar wird es im Finale und im Battle um Platz 3 eine Hin- und Rückrunde geben. Weil Battle um Platz 3 ist natürlich auch ein bisschen doof, wenn du halt nur eine Runde hast, um zu überzeugen, dann würde ich sagen Hin- und Rückrunde. Dazu hat das noch jemand vorgeschlagen, und zwar ist es so, wenn das der Beat vom Gegner ist in der Rückrunde. Man kann es aber jetzt benutzen, aber man muss es nicht. Man kann auch seinen eigenen Beat benutzen. So, nächste Sache, und zwar werde ich so lange die Frist, sage ich mal, verlängern, also beziehungsweise vielleicht verlängern. Keine Ahnung, es kommt drauf an, ob ich die 16 Qualifikationen schon vorher voll habe. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt erstmal mit den Regelupdates, und wir kommen sofort zu den Analysen. Kommen wir zu Rexy, und Rexy hat ein übelstes Brett abgegeben. Also wirklich, das ist so der Hype meines Lebens. So, ich habe das eine Viertelstunde hochgeladen und dann sofort 20 Klicks, 4 Kommentare, alle liken, Alter. Boah, ich konnte nicht mehr. Auf jeden Fall kommen wir zu einer Analyse. Ich fand es ja selber fett. Flow. Flow brauchen wir gar nicht zu sagen. Er hat selber gesagt, 8 Jahre Rap-Erfahrung. Takttreffend, angenehm, musikalisch und gleichzeitig auch noch, hier, wie hieß das? Routiniert. 2 von 2, brauchen wir gar nicht sagen. Technik, da hat er auch geile Sachen gebracht. Da hat er nämlich so Reime. Wartet, ich muss mal kurz nachgucken. Fail mit einem Video. Und zwar hat er da richtig geile Reime. Magnum knarren, Tracks umballer. Ja, okay. Weinerliche Spasten, Zeitmaschinenkapsel. Passt. Blei abschießen lasse, Maybach-Limo-Klatsche. Das ist einfach so geil, Mann. Ah, ich konnte nicht mehr. Ich habe keine Worte mehr gehabt, wo ich das gesehen habe, diese Quali. Also 2 Punkte bei Technik. Punchlines. Bei Punchlines holt er sich jetzt leider nicht viel. Ich hätte mir da echt mehr erhofft. Dies, was ich als Punchline identifizieren konnte, ist das hier. Du bist der Punchline King, dein Rap ist langweilig und klingt mehr, viel mehr nach einer Krankheit, Bitch. Ja. Oder, ey, du triffst nicht den Takt, deine Slut ist härter als du, denn die Bitch war im Knast. Ja, es geht, aber sonst puncht er echt mit purer Arroganz. Und deswegen werde ich ihn jetzt einfach 2 Punkte reindrücken. Ganz ehrlich, er hat das verdient. Aber bei der ersten Battle-Runde bitte, darf es bitte mehr sein, Herr Rexy. Hook. Die Hook brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Da passt einfach alles. Er hat Musikalität. Er hat den besten Flow. On point, Alter. Und gleichzeitig passt das noch mit dem Beat zusammen, Alter. Der hat einfach so das übelste Brett abgegeben in der RSB. Perfekt, also einen Punkt, da kann ich nicht viel zu sagen. Persönliche Meinung, da braucht man auch nicht viel zu sagen, oder? Ein Punkt. So, gesamt hat er dann 8 von 10 Punkten und ist damit die neue Platz 1. Also, ihr habt ihn auch schon ziemlich krass gefeiert. Ich auch, also perfekt. Ich würde mal sagen, kommen wir zum nächsten. So. Der Waldi, und der Waldi ist, ja, solide unterwegs. Ist jetzt nicht der Oberknaller, aber geht. Flow. Beim Flow trifft er den Takt, ist aber nicht so wirklich. Na, der Anfangspart, da ist das Autotune auch nicht so. Es klingt so unangenehm, aber ich gebe ihm trotzdem so einen Punkt. Technik. Diese Kategorie ist nicht seine Stärke, denke ich mal. Vor allen Dingen, weil er gerade keine Lyrics abgegeben hat. Aber dafür kriegt er keinen Minuspunkt. Das wollte ich jetzt auch noch sagen. Und zwar kriegt er keinen Minuspunkt dafür, weil er eben
weil er eben eine Quali eigentlich hatte, aber es nicht abschicken konnte aus irgendeinem Grund. Ja, Retransfer ist scheiße. Also habe ich jetzt einfach gesagt, machen wir Ausnahme. Aber bei Technik ist sowieso nicht so gute Reime, 0 Punkte. Bei den Punchlines holt er sich jetzt auch nicht viel. Wirklich, ich gebe ihm einfach einen Punkt. Das ist, ich habe jetzt keine groben Beispiele im Kopf. So. Die Hook, da kriegt er keinen Punkt. Da hat er nämlich, ich konnte nämlich auch nichts als Hook identifizieren. So, persönliche Meinung. Ich finde, er hat Potenzial. Er trifft ja wenigstens den Takt und so weiter. Aber er müsste den Autotune, wenn es schon Autotune sein muss, schon ein bisschen on Pointer setzen und ja, ein bisschen sich verbessern. Aber und mehr Punchlines und bitte Retransfer. Bitte habe Gnade mit ihm und gib ihm die Chance, gegen jemanden zu battlen. So. Gesamt hat er dann einen Punktestand von 3 von 10 Punkten. Ja, okay. Ja. Damit haben wir jetzt alle Analysen hinter uns gebracht, beide Qualis. Und ich glaube, ich muss da nicht mehr viel zu sagen. Diese Woche finde ich Rexy natürlich, dieses Mal finde ich Rexy natürlich am besten. Da brauche ich gar nichts zu sagen. Das ist einfach Fakt. Das ist einfach geil. Einfach geil. Muss ich echt sagen. Also, herzlichen Glückwunsch.